This isn't the place to come to eat pepperoni. Man kommt hier nicht hin, um Salami-Pizza zu essen, sondern um etwas Neues zu probieren. Sarahs Pflanzenkreationen sind wie Kunst. Damit kann sie richtig glänzen. Jeder in Portland bietet saisonale Produkte an, aber Sarah Minnick geht über den Wochenmarkt hinaus. Sie macht Jagd auf essbare Wildpflanzen. Und sie sucht den Kontakt zu Bauern, die experimentierfreudig sind. Bei Lovelies sind mir Gemüsesorten begegnet, die ich nie zuvor gesehen hatte. Wasabi-ähnliche Senfblätter, Boxhornklee und Sonnenblüte. Diese Zutaten wären in einem Pizzaladen in Jersey ein Verbrechen. Sie weichen von jeglicher Norm ab. Und sie machen einfach verdammt gute Pizza und leckeres Speiseeis.